Und damit herzlich willkommen zu der Folge 5. In der letzten Folge hatten wir es ja endlich geschafft, unseren Wasserspender zu bauen. Und in dieser Folge habe ich echt keine Ahnung, was wir machen. Eigentlich würde ich sagen, wir versuchen eher ein bisschen Rüstung zu bekommen vielleicht. Und endlich mal eine bessere Waffe. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Schwert craftet. Ich habe keine Ahnung. Es ist echt so ein... Da gibt's Knochen? Noch ein Knochen? Also ich bin echt so ein bisschen... Keine Ahnung. Vielleicht Speer, Stoff und Stein? Nee? Ach, da kann man sehen, was man damit machen kann. Handgemachte Axt, handgemachter Bogen, Zwille, Knochenpfeile. Handgemachte Axt. Die will ich jetzt mal ausprobieren. Oh. Oh, oh. Macht Schaden, okay. Die macht definitiv mehr Damage, aber ist langsam. Oh ja. Aber so Holzfällen vielleicht gut. Ist sie besser? Okay, nein, die ist... kann man... Sie braucht natürlich weniger Schläge, aber ich glaube... Eigentlich würde es... Ja, man wird auf das gleiche hinauskommen. Deswegen würde ich über die weiter benutzen. Ich guck mal. Genau, jetzt kann ich gucken, wie man plus Schaden plus Geschwindigkeit der Waffe. Schaden plus. Was ist das denn da? Was ist das denn für ein Zeichen? Da ist irgendwie so ein nasser Baumstamm. Geschwindigkeit, Waffe. Genau, eine Feder. Oder. Hä? Soll das ein Stock sein? Was ist das? Aus dem Baumstamm mit einem nassen Symbol? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Soll ich Baumstamm benutzen oder was? Okay, ich habe echt keinen Plan. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Aber ich würde gern. Aber ich weiß, dass man irgendwie so einen Speer machen konnte. Verbesserter Speer. Man braucht dafür drei Knochen, aber einen normalen Speer, aber wie macht man denn einen normalen Speer? Wie macht man einen Speer? Okay, wir werden es nie rausfinden. Aber egal. Ich würde gerne gucken, was wir denn noch so bauen können. Ich würde eventuell bevorzugen, einen zweiten Garten aufzustellen. Aber mit einem werden wir definitiv nicht auskommen. Das würde ich dann hier so chillig einfach daneben stellen. Ach ja, würde ich dich ja. Das passt. Oh, der ist sogar größer geworden. Ach cool. Jetzt kann man es hier voll essen. Geil. Brauchen wir noch zwei Holzstämme. Zack. Dann haben wir nämlich auch schon den zweiten Garten. So. Ach, oh, wir brauchen vier. Ich dachte, man braucht zwei. Ja gut, verkackt.
Ja, haben wir zwei. Ach ja. Ganz unten in der hinterletzten Ecke natürlich. Nein, nicht ins Wasser! Nicht wieder an meine Baumstämme verlieren. Okay. Direkt mal alle eingepflanzt. Ich guck mal, ob wir schon was trinken können. Aber ich verliere irgendwie keinen Durst. Ja, okay, jetzt können wir rein theoretisch schon draus trinken. Ich guck mal, was es noch so gibt. Aber ich glaube, so weit haben wir eigentlich alles. Trockenstelle wäre auch noch eine Idee. Wegen den Fischen. Falls es in dem See Fische gibt. Oh ja. Aber ich will. Ah, das regt mich gerade so auf. Weil ich will wirklich wissen, wie ein Speer geht. Ich will keinen Stock. Irgendwie geht das doch. Ich aus dem Seil was machen? Nee. Schädel, was kann man aus dem Schädel machen? Handgemachte Keule. Keule? Was braucht man dann dafür? Ein Stock. Natürlich zählt der Verbesserte wahrscheinlich nicht. War das gerade? Ach so, okay. Ah, ja, ich dachte, das wäre was anderes. So. Dann können wir auch zack und zack. Dann hätten wir jetzt schon mal die nächste Waffe. Die. Was kann die? Oh. Die ist besser als die. Und die Axt. Oh, ich glaube, die ist wirklich gut. Die sollen wir benutzen. Die ist auch relativ okay von der Geschwindigkeit. Das passt. Damit kann ich arbeiten. Okay. Oh, die sind instant down. Das ist schön. Das ist wirklich. Allerdings ganz kurz was machen. Und zwar mal, ich will mal gucken, wie es eigentlich ist, wenn ich die auf ultra niedrig habe. Weil ich glaube, dann werden meine. Na gut, meine Frames sind dann natürlich eigentlich konstant auf 60. Aber es würde mir einfach unglaublich viele Nachteile bringen. Deswegen würde ich sie auf Mittel sollte gehen. So, da können wir jetzt auch nicht das Fleisch aufhängen. Lecker. Zack. Oh, gleich zwei. Geil. Oh. Ja, passt da noch einer hin? Ja. So, ja, jetzt ist die Frage, was können wir machen? Wir könnten erkunden gehen und vielleicht sogar mal eine Höhle aussuchen. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Schädeldekoration, Kopfschruffe hier, Wandpflanzentopf, Waffenhalter. Allerdings gibt es eine Sache, wo ich weiß, dass man sie bauen kann. Allerdings finde ich sie nicht. Und zwar sind das diese Verscheuch-Dinger. Habe ich gut erklärt, oder? Allerdings glaube ich sogar, das wurde tatsächlich entfernt.
Das finde ich halt wirklich, das finde ich halt richtig schade. Kleines Los, Hausboot, großes Los. Hausboot wäre auch richtig cool eigentlich. Tatsächlich. Was ist denn hier? Finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Okay. Soll ich mir ein Tauchgerät machen oder was? Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich jetzt auf Erkundungssuche, ne? Ich weiß, gar ein bisschen eklig, aber was soll man anderes machen? Ich weiß aber auch nicht, wie lange das Fleisch jetzt zum Trocknen braucht, sonst würde ich mir gleich was mitnehmen. Aber ich glaube, das braucht schon so seine Zeit. Ach komm, wir gehen. Gucken, was so abgeht. Wir haben jetzt auch eine etwas sicherere Waffe. Dann können wir es auf den Weg machen. Und vielleicht tatsächlich auch mal so eine Höhle aufsuchen. Weil Höhlen sind tatsächlich sehr, sehr wichtig in den Games. Und es tut mir leid, falls ich öfters mal nicht rede. Es liegt einfach daran, das liegt daran, dass ich natürlich auch sehr aufmerksam bin. Und immer am Screenende gucke, ob da irgendwelche Leute rumgammeln. Mich dann gleich killen. Weil das kann immer der Fall sein. Und ich frage mich immer noch, was dieses Vieh auf diesem Bild war. Hi? War die, die diese Ruhestörung getrieben haben letzte Nacht? Die sind auf irgendwas fokussiert, ne? Ich glaube, die jagen gerade irgendwas. Ja, die wollen. Die sind auf irgendwas mal fokussiert. Scheiße, jagen die ihr nächstes Reh. Was sie da zum Abendessen essen. Ich gehe da mal in die Richtung, ne? Bitte nicht folgen. Sein, dass seitdem ich auf Mittel habe, sind meine Frames einfach so gefühlt doppelt so gut geworden. Ich glaube, ich lasse jetzt immer auf Mittel. Die scheinen auch tatsächlich mal auf mich gehört zu haben. Ich glaube, ich habe gar nicht zu Ende geredet. Also wie gesagt, wenn ich mal nicht rede, dann liegt es eben daran, dass ich gerade aufmerksam bin. Und natürlich gucke, wo die Leute sind. Boah. Das war ein ordentlicher Hit. Ach, dann können wir auch gleich. Kann man das? Ach so, Tarnrüstung. Was? Lull. Okay. Erhöht die Tarnung. Das ist ja schick. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Tarnung gibt. Also in dem Game. Okay, interessant zu wissen. Ich frage mich allerdings, wo die ganzen Höhlen sind, weil ich kenne keinen einzigen Spot von der Höhle. Ich weiß nicht mal, wie viele es gibt. Ich schätze mal, da wird es bestimmt so 5, 6 Stück geben, schätze ich jetzt mal. Guck ich einfach mal in diesen Welsschlitz, ob ich hier irgendwann mal einen Eingang finde. Weil in den Höhlen kann man gute Sachen finden. Das weiß ich. Das ist ja schön. Ist das auch eine Höhle? Oh Gott! Was war das denn? Schiebt mich einfach in die Luft.
Ist nur ein Karnickel. Aber dann werde ich mir vielleicht mal öfter so eine Tarnrüstung machen. Das ist ja wirklich nice. Okay, ich dachte eigentlich, hier wären sie. Aber eben einfach mal gucken, ob hier irgendwo ein paar Schlitze sind, wo ich da einfach rein kann. Ich glaube, der Schlitz ist zu klein für mich. Ja, der ist definitiv zu klein, da passe ich nicht rein. Okay. Das Spiel nimmt mich auch echt wörtlich, ne? Ich sag, ich will einen Schlitz mit einer Höhle. Oder bringt das mir sowas? Ja gut, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für mich. Da kann ich auf jeden Fall nicht rein. Ich komme vielleicht ein andermal wieder. Lass uns einfach nicht darüber reden, was das für ein fettes, schwarzes Riesenloch ist. Auf jeden Fall ein Loch. Alter, dieses Game ist so schön. Heftig. Heftig. Ach, was haben wir denn hier? Türmchen? Nee. Aber einen coolen See. Ach, hier oben ist ja gar nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Dann wieder runter. Okay, hier ist nichts. Dann lass einfach gleich weitergehen. Irgendwie mal eine Höhle aufsuchen. Kann es eigentlich sein, dass es keine schwarzen Bären in diesem Game gibt? Ich habe nämlich einmal schwarze Bären gefunden. Glaube ich. Ach, und hier ist wieder der Strand. Ah. Ich würde gerne aber eine Höhle finden. Das wäre mir schon ein bisschen lieber. Was ist denn hier passiert mit dem Baum? Oder besser gesagt, was ist das da für ein Baum? Er ist ein bisschen größer. Hier hätte man bestimmt auch ein cooles Baumhaus ranbauen können. Ah, hier haben wir was. Hier haben wir eine Höhle. Okay. Kann ich speichern? Och nö, ich kann nicht speichern, oder? Okay. Dann muss ich noch kurz was machen. Lass uns mal kurz ein Lager bauen, weil ich möchte schon gerne speichern. So ein komisches, so ein Zeltlager.
Ich bin nicht so schnell im Klicken. Ja, noch vier. Dann hätten wir das auch. Wir können auch was essen. Und dann können wir auch speichern. So. Würde ich sagen, let's go. In die Höhle. Ist direkt dieser Soundkulisse verändert. Etwas größere. Gott, wie groß ist die? Mach doch das Feuerzeug an! Nee, so ist nicht. Ja, klar, das ist wieder nur eine grüne Abgabe. Oha. An. Chris! Mach doch an! Okay, die haben wir. Schöne Hand. Und ein paar Bilder. Kann man das auch machen? Wirklich. Soll jetzt auf den Boden schlagen? Oder geht das nicht? Doch, es geht. Och, kann ich einfach nur Fackel machen? Das ist ja unerträglich mit dem Feuerzeug. Was? Geht das nicht kaputt? Jetzt auf den Boden schlagen. Das klappt noch nicht so ganz bei denen. Oh, wie süß. Oh. Das, ja. Und so, liebe Kinder, sieht Mobbing auch in der Schule aus. Einfach so lang prügeln, bis das Geld rauskommt. So, jetzt auf den Boden hauen. Was ist das für ein Geräusch? Wow. Hört ihr das? Okay, gut, gucken wir, was hinten ist. Alter, ist ja brutal. Außer die Flugzeugsitze. Hallo? Oh. Alter! Was ist das für ein brutales Game? Sagt der versucht alles Mögliche zu schlagen. Ein Wald. Das ist wahrscheinlich das Loch, was wir vorhin gefunden haben. So, einmal Platz machen, bitte. Danke.